Was geht, Freunde? Was geht, Freunde? Lang ist es her, wir hatten schon lange, lange, lange keine Vlogs mehr. Mein Leben war jetzt eine lange Zeit etwas langweiliger, aber jetzt geht's wieder ab, Freunde. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt gleich nach Berlin fahren. Da treffe ich mich mit Sydney, da kommen dann auch noch Roat, Koray und Omet. Die Jungs kennt ihr ja wahrscheinlich. Denn für uns geht es morgen früh zum Frauenfeld-Event. Frauenfeld ist ein Festival, Freunde. Da werden sehr, sehr viele unserer Lieblings-Ami-Rapper dabei sein. Da wird es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es ist so ein kleiner Traum, auf jeden Fall ein paar Rapper da zu sehen. Sag euch, wie es ist. Und ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, die Vlogs werden euch gefallen. Lasst ein Like, lasst einen Kommentar, lasst ein Abo da, Freunde. Würde mich sehr freuen, wenn ich dort zu... Ich hoffe, die Vlogs werden euch gefallen, Freunde. Lasst gerne ein Like, lasst einen Kommentar, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dort supporten würdet. Und ja, gar nicht viel schnacken, Freunde. Für mich geht's jetzt nach Berlin. Ihr seht mich dann wahrscheinlich im Zug. Boom! Ich bin im Zug. Endlich. Da jetzt 4 Stunden lang irgendwie die Zeitung kriegen. Zug, 1 Stunde Verspätung. Keine Grüße an die Deutsche Bahn. Jetzt geht's ab nach Berlin, Freunde. Ich habe so Bock auf Frauenfeld. Also, auf wen ich mich am meisten freue, ist Safe, Kati, Uzi und ich würde sagen Lil Baby und Trippie Red, so eins von beiden. Aber ich würde eher Lil Baby sagen, weil ich einfach gespannt bin, wie der live drauf ist. Aber Trippie wird safe krasser sein live, glaube ich. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf die Jungs. Stell dir vor, es ist alles leise. Auf einmal kommt so ein Intro von Kati. Du, und dann kommt auf einmal. Bin endlich angekommen, Freunde, mit 10.000 Verspätungen. Deutsche Bahn ist wirklich der größte Schmutz. Ich rufe mir jetzt einen Uber und dann geht's zum Friede. So, wir sind im legendären Aufzug. Die Jungs haben nachher noch Delay Sports Training. Mal gucken, ob wir da dabei sein dürfen, ein bisschen was filmen können, ein bisschen zuschauen können, ein bisschen auf Lachkick. Aber die Reise ist jetzt erstmal Pause, erstmal Stopp, erstmal bum, bum, bum. Jetzt entschuldigen wir uns, Freunde. Bum, bum, Sonnenbrille. Der will hier wirklich auf Ernst eine Glatze machen, ne? Cap, danke für den zweiten Glatze. Ich dachte, es wird ein normaler Trip. Kommt der hier mit einer Glatze an und er kriegt mich gerade auch ein bisschen, sag ich, wie es ist. Deine war auch die Glatze. Ich habe auch ein bisschen Bock, sag ich ehrlich, weil ich wollte eh Seiten nochmal irgendwie... Baskat. Baskat quatsche ich bei mir. Übergang so. Oder guck mal, meine Hairline. Guck mal, wo meine Hairline ist. Ja, Baskat doch, ja, Baskat. Ich bin baff. Wie das, danke für den vierten. Der macht das hier gerade wirklich. Ich heb die natürlich brav auf, aber... Oh Gott! Oh Mann! Ich hab bei Xing Shang schon bis 5 verloren. Ich bin jetzt auch im Club. Und gleich kommt die Glatze. Ich sehe aus wie Ahmed. Der sieht aus wie eine Zahnbürste. Aber es wird, es wird. Guck mal, wie sich das hier entwickelt hat. Sitze ich hier im Barbershop Sydney. Aber ein beliebter Laden. Aber beliebter Laden, sure. Vor jedem Feiern, den wir weggehen, jeder will immer bei Sydney die Haare schneiden. Ja? Ja. Jetzt hab ich's aber auch mal erlebt, sag ich, wie es ist. Ich sag gar nicht, wie die steht, aber die passt, die steht, finde ich auch. Ich guck mal. Aber Bruder, ich bin nicht unzufrieden, ja? Am Anfang immer gedacht. So, Freunde, wir sind jetzt beim ersten Training von Delay Sports. Ja? Cabino? Ja, wir haben den Platz, Freunde. Super Platz. Kann man auf jeden Fall machen. Ich gebe ihn Hand. Nee, wirklich? Geiler Platz aber. Geile Atmosphäre, wie in der Gruppenliga, wie in der Kreisliga. Geiles Feeling, Gruppenliga. Geil. Sogar mit, hier. Vor allem beim Grillen. Packst du mal das Hähnchen. Das ist Josh. Josh. Packen wir mal rauf. Machen wir hier schon ein bisschen grillen. Gemütlich auf dem Platz grillen. Die Waffe. Yes. Also es ist ein ungewohntes Gefühl, sag ich dir, es ist geil, fetti. Jetzt machen sie sich ein bisschen warm, das sind auf jeden Fall viele Leute, locker 2 Mannschaften, also wir sind locker 2 Mannschaften auf dem Platz, machen sich ein bisschen warm, kicken ein bisschen, ja, cool, ja, auch schöner, also schöne Ding so, gutes Wetter, guter Kameramann und der wird die Knecht gleich. Ja, machen sie super hier, das Action, Jüngsten gehen natürlich rein wie vorher, immer so, Klassiker, ja, wisst ihr ja. Guck mal, die Waden hier, guckt euch die Waden an, ey, ey. Kein gutes Bild, Bilal. Jetzt durch die Beine mal. Erstmal durch die Beine. Komm, ich brauch den Clip. Boah. Around the world, ich call's. Around the world, pass auf. Ja. Jetzt hält er nochmal fest und jetzt nochmal einen doppelten Around. Ball schießt auf, Freunde.
Bald bin ich auch auf Platz, Freunde. Ich sag euch so, wie es ist, von dem, was ich jetzt hier so im Mund gekriegt habe, die haben auf jeden Fall richtig Bock, die Jungs. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Guck mal, wie ernst die machen. Die sind so viele hier im Training. Die haben zwei Plätze. Hier ist ein Platz mit dem Spiel und da drüben ist ein Platz mit dem Spiel. Das ist geisteskrank hier. Und auch die ganzen Zuschauer hier vorne, das ist so krass. Auch hier, die nehmen mit einer Drohne auf, alles, das ist sehr, sehr cool. Man ist schon ein bisschen aus der Booster, ist mal Bock. Ja? Mal Bock? Wenn du lange nicht mehr auf dem Feld warst, zwei Monate, drei Monate, ja. Da merkst du schon. Ja. Aber, weil ich ein Mentalitätsmonster bin, kenne ich sowas nicht. Super. Weil ich taten, sprechen. Lassen. Karamell, dankeschön. Komm, Bilo, mach's ruhig. Ja, mach's ruhig, Junge. Super, Bilo. Bilo, komm. Mal gucken, was er zaubert. Na, guck mal, was er zaubert. Ja, 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 ja. Ja, hat er super gemacht. War ein bisschen Hand, war ein bisschen gezogen, aber macht er gut. Man merkt, der Junge hat mal hochgespielt, ne? Innenverteidiger, Freunde, kennt ihr Alieu. Auch von TikTok, kennt ihr Alieu. Friede, Training bis jetzt 1 bis 10. Training bis jetzt? Jo. Bis jetzt eine 8, also ich hab Spaß, aber wenn die Knochen mitmachen würden, dann wär's noch geiler. Ja. Ja. Macht Spaß? Macht Spaß? Man hat Bock, aber man merkt schon beinahe. Ja, ja. Ja. Bisschen weniger essen, ein bisschen mehr Training. Hast du mein Tor gesehen gerade eben? Ja, ja, von Mittellinie. Hast du drauf? Super. Wir haben 1-0 gewonnen. Hast du nicht drauf? Wir haben 1-0 gewonnen. 1-0 Sieg. Ich hab 3 Minuten gespielt. Super. Das reicht auch manchmal. Super. Du Scheiße, was ein fetter Arsch. Ey, ihr Daniel! Ja! Wir sind jetzt wieder an dem schönen goldenen Ort. Ich liebe ihn. Jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, bin ich besucht. Rühren. Rühren. Die 1, verdammt. So, Freunde. Rühren. Super. Der kann kein Schaf haben. Leiber kann nicht. Ach, Viertos und Bilo? Ebenso. Sag dein Bruder. Dankeschön, Bruder. Danke, Koray, Bruder. Dankeschön. Gerne, Bruder. Super. Aber, Ayran. Ayran. Scheiße, ich hab heute nicht gemacht. Call von Sydney himself. Also, euer Flasche, ne? Fritten-Sandwich, sagt er besser. Fritten-Sandwich? Ich will's mal probieren, Bilo. Wann kriege ich mein Fritten-Sandwich? Krieg ich irgendwann noch. Freunde, da ist auch jetzt der letzte Gast eingetreten. Der Penner aus Nürnberg, der Studi, der Student. Ich hab die Jungs lange auch nicht mehr gesehen. Le Omid. Rico, bleibst du auch mit dir? Das ist so krass. Jetzt musst du auch ein bisschen hier rein. Das erste Mal, aber ich hab nicht dieses Gefühl, als wenn ich den das erste Mal sehen würde. Krass, ne, irgendwie, ja? Als hätte ich ihn schon mal gesehen. Also, als hätte ich schon seinen Schwanz gesehen. Diesen verdammten Studi. Krass, so, ne? Einfach umwenden. Das ist so komisch. Schön, ein bisschen hier. Ja. Das ist cool. Dornkopf. Freunde, wir gehen jetzt los. Gehen wir jetzt kurz raus. Ich will einfach nur, dass er läuft, Bruder, damit kein Konzept diesen Effekt wieder reinmachen kann. Ich liebe das. So, Freunde, das soll es mit dem Vlog gewesen sein. Wir gehen dann morgen zu Frauenfeld. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mit dem Vogelär, der schon seit 3 Stunden versucht, dieses Durek hinzukriegen, kriegt er aber nicht geschissen. Wenn euch der Vlog gefallen hat. Ich werde mit Caption. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst ein Like, lasst einen Kommentar, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Y'all don't know me, I shoot like I'm Kobe. That boy really tough on his dozy though.